Hi und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video werde ich in Zara Haul drehen. Ich bin ein bisschen ausgerastet bei Zara, weil die jetzt ihre Frühlingskollektion gelauncht haben. Oder basically ein bisschen übertrieben. Thumbnail. Schaut gerne bei Instagram vorbei. Vielleicht poste ich da auch nochmal ein Reel von den Zara-Sachen. Es ist auch ein Try-On-Haul, of course. Ich würde sagen, wir fangen auch schon an. Ganz viel Spaß bei diesem Zara-Try-On-Haul und let's go. Prozentuale Angabe von Hosen und Oberteilen ist ungefähr 90% Oberteile, 10% Hosen. Ich habe zwei Hosen und es sind auch noch die gleichen Hosen in verschiedenen Größen. Also ich nehme nicht alles, muss ich sagen. Deswegen, ich habe so viele Tops, kosten alle so 3-4 Euro und dann nehme ich einfach alle, weil ich finde alle cool. Also ich fange an mit dem ersten Teil, das wollte ich eigentlich in M. Und zwar ist es so ein Polo, Sweatshirt, whatever, in so einem Beige. Ich habe das in S bestellt, deswegen ist es leider ein bisschen klein und ich werde es nicht nehmen, wahrscheinlich. Ich fand das ganz süß, weil ich liebe im Moment Beige. Es gab es auch noch in Weiß. Ich finde, wenn das so oversized sitzt und dann mit einer Jeans oder so und lässigen Schuhen, das kostet 18 Euro. Okay, dann würde ich sagen, fangen wir mal so ein bisschen an mit den Tops, weil ich wirklich übertrieben habe mit den Tops. Ich habe mir zweimal das gleiche Top bestellt in verschiedenen, oder dreimal, nee, zweimal in verschiedenen Farben. Und zwar ist es einfach so ein cropped Top, was dann oben halt so ein bisschen enger sitzt. Also da sieht man wirklich an den Seiten sehr viel, würde ich mal sagen. Das habe ich in M bestellt, weil ich wollte es nicht zu eng. Und das gleiche habe ich auch nochmal in so einem Rosa. Und das hier ist so süß. Das habe ich auch in M. Sitzt halt auch so ein bisschen weiter oben. Ich finde das einfach so süß, weil ich liebe diese Farbe. Die haben jeweils beide, ich glaube, 4 Euro gekostet. 4 Euro gekostet. Machen wir weiter. Bleiben wir mal so ein bisschen bei Flieder, Lila, whatever. Ich habe ein Instagram-Foto gepostet. Und zwar dieses hier. Da wurde ich auch oft drauf angesprochen, woher ich das Oberteil habe. Und it is actually from Zara. Ich finde es mega, mega cool. Und das ist so ein Under. Also es ist halt kein Underwire, aber es sieht halt so ein bisschen so aus. Es hat kein Underwire irgendwie, aber es pusht die Boobies. Es pusht wirklich. So, just buy this top and you have boobies. Ich habe das in der Größe S bestellt, weil ich wollte es nicht zu locker, weil sonst sitzt es einfach nicht anliegend und dann pusht es auch nicht. Und das hat 13 Euro gekostet. Und es ist halt leicht cropped, das sieht man auch. Dann machen wir weiter, auch mit so einem Flieder. Ich habe mir zweimal einen Top wieder bestellt. Ich habe halt wirklich fast nur Tops. Und zwar habe ich mir das halt auch gedacht, ohne ein BH drunter. Auch in so einem rosa Fliederfarbenen, auch wieder ein cropped. Und dann hat es so einen V-Ausschnitt, was ich ganz süß finde. Und wie gesagt, da ziehe ich halt kein BH drunter. Erstens, wenn man dann die BH-Streifen sieht, was ich nicht gerne mag, in der Größe S und hat 5 Euro gekostet. Und das gleiche habe ich mir auch nochmal in Schwarz gekauft. Auch V-Ausschnitt, auch in S und auch 5 Euro. Und es ist einfach so ein Basic-Ding, was man einfach mega schnell anziehen kann. Es gab es in ganz, ganz vielen Farben. Ich glaube in 5 verschiedenen Farben. Weiß, Beige, sowas alles, aber auf jeden Fall mega viele Farben und auch diese hier gibt es in ganz, ganz vielen Farben, hier dieses rosane. Ich werde euch versuchen, alles in der Infobox zu verlinken. Machen wir weiter mit, auch mit einem Top, da bin ich mir ehrlich gesagt nicht so ganz sicher und es ist, finde ich, so ein typisches Zara-Shirt, weil dieses in der Mitte zum Verstellen, das ist einfach so typisch Zara, aber es ist, wie gesagt, einfach so ein grünes, auch bauchfreies Top und hat an den Ärmeln solche Fleder, Schmetterlings, Fledermausärmel, I don't know, und auch wieder so ein V-Ausschnitt, ist in der Größe S und hat 8 Euro gekostet. Ich habe übrigens heute neue Sachen bei Vinted hochgeladen, also schaut gerne mal bei meinem Vinted vorbei. Ich werde euch immer irgendwo meinen Namen hinschreiben, weil ich da jetzt regelmäßig Sachen hochladen werde, weil ich meinen Kleiderschrank aussortieren will. Weiter mit Oberteilen. Ich habe mir noch zwei weitere Tops bestellt. Und zwar ist ja im Moment braun übelst im Trend. Und ich habe mir einmal so einen Top in braun bestellt und ich liebe
diese Topform, diese Topart, sag ich mal, mit diesem, I don't know, das ist so ein ganz bestimmter Stoff und dann diese Stripes oder diese Henkel hier oben, die stretchy sind, ist einmal in so einem Braun und dann habe ich mir das auch noch in Weiß bestellt. Gab es auch wieder in ganz verschiedenen Farben, also wenn euch die Farben nicht gefallen, gibt es noch ganz viele weitere Farben. Das Weiß ist genau gleich, ist auch so leicht cropped und ich habe es in Größe XSS. Es gibt XSS und dann gibt es ML. Und es hat 8 Euro gekostet. Dann habe ich mir noch ein T-Shirt oder Oberteil. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Und zwar ist es so ein schwarzes. Es gibt es auch noch in Weiß und ich glaube auch noch in einer anderen Farbe. Aber ich wollte es gerne in Schwarz. So eins. Man sieht es jetzt zwar nicht so gut, aber es hat einfach so hier Riffel vorne. Und auch an den Ärmeln hat es so Riffel. Und es erinnert mich einfach übelst an dieses Shein, an dieses grüne Shein-T-Shirt. Was so gefühlt jeder hatte in 2020, 2019. Das ist auch leicht cropped, aber ich mag irgendwie, ich weiß nicht, irgendwas stört mich an dem Shirt. Das hat 13 Euro gekostet und gab es, wie gesagt, auch noch in Weiß und ich meine noch irgendein Beige oder so. Machen wir weiter. Wo ich mir nicht ganz sicher bin, muss ich sagen, ich habe mir noch eine Farbe bestellt. Eine Farbe. Aber ich habe mir einmal so eine Bluse bestellt in so einem Knallpink. Ich habe mir die halt vorgestellt mit so einem weißen Top einfach drunter und dann einfach einer süßen weißen Hose oder so oder einer beigen Hose. Ich habe sie mir in M bestellt, damit sie so ein bisschen oversized sitzt. Hier 30 Euro gekostet. Ja, ist einfach ganz normal, so ein bisschen oversized, wie gesagt, mit so einer Tasche vorne. Und ich finde die Farbe cool. Dann habe ich mir zwei Hosen bestellt und zwar eigentlich die gleiche, nur in verschiedenen Größen und zwar mit so einem Split unten, Schlitz, was ich aber feier, weil ich es einfach cool finde, wenn die Hose so mega lang ist bis zum Boden und dann unten den Fuß so bedeckt, sag ich mal. Ich finde es viel cooler als normale Mom Jeans. Das ist die Split Straight. Und ich muss sagen, ich finde irgendwie Zara-Hosen manchmal so verwirrend, weil die sitzen an meinem Bein dann so ein bisschen enger. An meiner Hüfte sind sie dann aber so weit und das ist einfach so ungemütlich dann. Das ist einfach eine Straight Leg weiße Hose und unten hat sie dann diesen Schlitz. Also es ist keine Skinny Jeans, weil sie halt an der Wade schon so ein bisschen weiter ist. Die hat 40 Euro gekostet. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Thing, was ich mir bestellt habe. Und zwar ist es ein mega, mega cooles Set, was ich mega feier. Das gab es auch in einem, ich glaube in so einem Blau, aber ich habe es mir in Schwarz bestellt. Und zwar ist es einmal so ein Skinny Rock, der so bis zu den Mitte der Waden geht, sag ich mal. Also einfach ein langer Maxi-Rock sozusagen. Und dazu einfach das passende Top. Das ist so ein leicht gecropptes Top mit so einem kleinen Kragen. Mit einem V-Ausschnitt, also da kann man auch nichts irgendwie zumachen mit einem Knopf. Und da ist dann halt so ganz leicht bauchfrei. Und ich fand das einfach mega cool, das so in Kombination mit zum Beispiel Doc Martens. Ich habe das T-Shirt in der Größe M genommen und es hat 8 Euro gekostet. Und der Rock, den habe ich in Größe S genommen und der hat 16 Euro gekostet und ich fand das ganz cute. Yes, and I think that's it. Ja, wie gesagt, ich werde euch alles unten verlinken. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich würde sagen, wir sehen uns in meinem nächsten Video. Bye.